Hallihallo, hier ist Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee. Klein Anouk ist auch dabei, hier versteckt im Tragesack. Deswegen, wenn mal ein paar lustige Geräusche kommen. Ich möchte euch heute 9 geniale Tipps gegen Frühjahrsmüdigkeit geben, damit auch du fit und freudig in den Frühling starten kannst. Den ersten genialen Tipp, den ich dir geben kann, ist, den Körper von all seinen Giften und Schlacken reinzuwaschen. Und das funktioniert am besten mit Heilerde. Denn Heilerde hat die tollen Eigenschaften, Gifte aus dem Körper zu binden, sodass wir sie gut ausscheiden können. Dazu trinkt man am besten morgens und abends vorm Schlafen ein Glas mit einem Teelöffel Heilerde in Wasser eingerührt. Und das ist super zur Entgiftung. Und jetzt ist natürlich auch Frühling, da kann man mal intensiv darüber nachdenken, ob vielleicht ein paar Tage Fasten angebracht wäre oder auch nur mal einen Tag, weil das hilft sehr gut, um den Körper zu entgiften und von seinen Schlacken zu befreien. Wobei ich auch hier empfehle, die Heilerde mit in die Fastendiät hineinzubringen, damit die Giftstoffe nicht durch den Körper wandern, sondern gut rausgeschmissen werden. Den zweiten genialen Tipp, den ich dir geben kann, sind natürlich Wildkräuter. Die tollen Wildkräuter mitten in die Nahrung aufzunehmen. Denn Wildkräuter sind super zur Blutreinigung und sie versorgen den Körper optimal mit Nährstoffen. Tolle Wildkräuter, die es jetzt zurzeit gibt, sind zum Beispiel Brennnessel, Löwenzahn, Giersch, Taubnessel, Vogelmiere oder auch schon Gundermann. Oder nimm am besten nur die Kräuter, die du auch schon wirklich gut kennst, zum Sammeln. Da kann man sich dann leckere Salate zubereiten oder Smoothies oder auch auspressen für irgendwelche oder Mixgetränke. Wie auch immer, oder am besten gleich von der Wiese naschen. Den dritten tollen Tipp, den ich dir geben kann, ist, so viel wie möglich frische Nahrung zu konsumieren. Es ist gut, nicht so üppige Mahlzeiten zu nehmen, sondern lieber kleine und dann sehr viel Frischkost, Obst, Gemüse und Salate mit in die Nahrung aufzunehmen. Und am besten auch nicht so spät abends essen. Weil diese frische Nahrung macht einen auch frisch und lebendig und versorgt den Körper gut mit tollen Nährstoffen. Den vierten tollen Tipp, den ich dir geben kann, ist, so viel Sonne wie möglich zu tanken. Gerade jetzt nach der langen Winterszeit, wo nicht so viel Sonne war und es jetzt toll Frühling wird, ist es gut, sich so oft wie möglich und so viel, so lange wie möglich in der Sonne aufzuhalten, damit der Körper gut Vitamin D bilden kann, was ja bekanntlich sehr gut für unseren Körper ist. Sonne ist ja super für die Psyche, für unsere Gesundheit und für den ganzen Körper. Der fünfte geniale Tipp, den ich dir geben kann, ist zu atmen, bewusst zu atmen. Gerade in einer Zeit, wo wir viel Stress haben oder viel zu tun haben, achten wir nicht auf unsere Atmung und die wird dann ganz flach. Und indem wir bewusst tief in den Körper einatmen, versorgen wir den Körper optimal mit Sauerstoff und damit mit toller Lebensenergie, mit dem Prana. Das fließt dann durch unseren ganzen Körper und es ist sehr erhebend. Also öfters mal am Tag bewusst Atemzüge, am besten draußen in der Natur. Und dabei sind wir auch schon beim sechsten genialen Tipp. Halte dich so viel wie möglich draußen an der frischen Luft in der Natur auf, indem du zum Beispiel tolle Spaziergänge machst oder Fahrradfahren gehst, wandern gehst, was auch immer. Denn die frische Luft und das Draußensein, gerade im Wald, ich liebe es, durch den Wald zu spazieren, das ist sehr erfrischend und verjüngend für den Körper. Dann bin ich auch schon beim nächsten Tipp. Und das ist, sich bewusst intensiv zu bewegen. Indem man zum Beispiel, wenn man eh schon draußen spazieren geht, mal so ein kleines Stück so richtig sprintet, lossprintet und mal so richtig bewusst diese ganzen müden Energien dabei aus dem Körper herauswirft. Oder wenn man Fahrradfahren ist, mal so richtig eine Strecke, mal so richtig intensiv in die Pedale treten und mal so richtig diesen ganzen Wintermüll aus einem rausschmeißen. Oder tanzen ist auch ein super Mittel dafür. Wobei ich dann schon beim achten Tipp bin, den Geist zu klären. Oftmals, wenn wir in so trüben Phasen sind, gerade in der Winterszeit, dann beschleichen einen manchmal so
negative Gedanken, Sorgen oder Ängste und diese Dinge rauben uns sehr viel Energie. Wenn wir mal bewusst auf unsere Gedanken achten und mal bewusst an schöne Dinge denken und bewusst die Freude empfinden, das ist nämlich sehr beflügelnd und schenkt uns Energie. Da ist es gut, sich mit Freunden zu treffen und mit denen sich über tolle Dinge auszutauschen und sich zu freuen. Das ist sehr förderlich, um fit und freudig in den Frühling zu starten. Und den letzten Tipp, den ich dir geben kann, ist einen Frühjahrsputz zu machen. Denn wie innen, so außen und wie außen, so innen. Wenn wir anfangen, unser Umfeld, unser Wohnumfeld, unser Zuhause zu säubern und zu reinigen, dann reinigen wir dadurch auch gleichzeitig unser Haus, unseren Körper. Denn es ist sehr beschwingend und beflügelnd, wenn man mal sein Wohnumfeld schön geordnet und sauber gemacht hat, dann fühlt man sich auch gleich selbst sauber und geordnet. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch ein wenig damit inspirieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich mal auf meiner Webseite besuchen kommt, und zwar hier. Pling! Oder besucht mich auch gerne mal auf Facebook oder auf YouTube. Okay, ich freue mich. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Bis jetzt, sagt Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee.